Herzlich willkommen in Greens Bücherei, Madame. Oh, sehr freundlich. Ein reizendes Vögelchen haben Sie da. Nicht wahr? Mein ganzer Stolz. Ein Erbstück meiner Ur-Urgroßmutter. So sieht er auch aus. Wie bitte? Ah, nichts. Mr. Green. Aha. Wie die Bücherei. Meister Grün bringt alle Wörter zum Blühen. Sagen Sie, Mr. Green, kann ich in Ihrer Bücherei etwas über den Käfig aus diesem Ort erfahren? Oh, Madame, das ist aber keine sonderlich erfrischende Lektüre. Haben Sie nicht eher Interesse an einem neuen Liebesroman? Wissen Sie, ich... Dieses Exemplar ist bei den Damen Ihres Alters sehr beliebt. Dr. Honig und Fräulein Lavendel. Wie finden Sie das? Schrecklich. Was? Schrecklich schöner Titel, meinte ich. Jedoch kenne ich dieses Machwerk schon. Ich suche wirklich nach der Geschichte des Käfighauses, Mr. Green. Na schön, aber ich habe Sie ja gewarnt. Scheinbar ist dieses Thema ja beliebter, als ich dachte. Was meinen Sie damit? Vor einer Stunde war ein Mann hier, der interessierte sich ebenfalls für das Haus. Erstaunlicher Zufall. Gab es etwas Besonderes, was Sie ihm erzählen konnten? Es ging ihm tatsächlich mehr um die Foltermethoden aus der Zeit. Also solche Sachen wie die Tränke, das Fass bis hin zum Erhängen. Aha. Er wollte einen Artikel darüber verfassen. So, so. Wissen Sie, für welche Zeitung er gearbeitet hat? Nein, hat er nicht gesagt. Ach, schade. Aber dann sind Sie ja schon im Thema drin und können mir ausführlich berichten. Es gibt nicht viel darüber. Jedoch habe ich in diesem Buch ein Kapitel in Erinnerung. Hier ist es. Es geht um die Heilerin Ursula Kemp. Sie lebte hier in St. Osyth und wurde 1582 als Hexe verurteilt. Oh, die arme Frau. Wie kam es dazu? Ursula Kemp wurde von ihren Nachbarn sehr gerne zu Rate gezogen, wenn diese Krankheiten aufzeigten. Mhm. Und in einigen Fällen zeigten ihre Kenntnisse sogar Wirkung. Völlig richtig. Immerhin waren diese Frauen Vorreiterinnen der modernen Medizin. Kräuter helfen den Menschen bis heute. Ja, genau. Leider kam es jedoch zu einem Streit mit ihrer besten Freundin und Nachbarin. Eine ausgehandelte Bezahlung wurde verweigert und so setzte Ursula Kemp die Behandlung aus. Die Krankheit der Freundin brach wieder aus und in ihrer Wut verleumdete die Frau ihre ehemalige Freundin. Ach, wozu manche Menschen bloß imstande sind. Schauderhaft. Ja, soll ich aufhören? Oh nein, keineswegs. Was geschah dann? Ursula Kemp wurde verhaftet und bis zum Prozessbeginn im sogenannten Käfig festgehalten. Dort kamen auch zahlreiche andere Frauen unter. Sie wurden durch Foltermethoden dazu gezwungen, ihre Hexenkünste zu gestehen. Letztendlich gestand sie all ihre Taten und berichtete von Hexerei, Geistern und Beschwörung. Die Menschen glauben bis heute daran, dass ihr Geist immer noch in diesem verfluchten Ort umhergeht und darauf wartet, reine Seelen mit einem Fluch zu belegen. Ein Schauerroman. Die arme Frau. Und das Haus stand seitdem immer leer. Ich bin hier aufgewachsen und kenne dieses Haus nur verlassen. Keiner würde dort freiwillig einziehen wollen. Verstehe. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, ich denke, ich habe schon eine Menge erfahren. Haben Sie vielen Dank, Mr. Green. Beehren Sie mich bald wieder, Madame. Wir werden sehen. Hoffentlich ist bis dahin dieser furchtbare Kreischvogel von der Wand verschwunden.